Hallo, ich bin Bernd von wasserspatz.de und ich begrüße dich zum nächsten Teil der dritten Staffel Tauchsafari Rotes Meer 2021. Wir angern mit der Aeolus noch vor dem Jackson Riff. Hier wollen wir einen zweiten Tauchgang machen. Wenn du wissen willst, was wir bei dem so alles gesehen haben, dann bleib dran. Kurz nach 3:30 sind wir abgetaucht und unser Tauchguide schwimmt mal wieder zügig voran. Unter uns ein Blaupunkt-Stechrochen. Sie können bis zu 70 cm lang werden, wobei die Hälfte davon auf den Schwanz entfällt. Wie heute Vormittag haben wir das Riff an unserer linken Schulter. Ein weiterer Blaupunkt steht vor uns. Bei diesem ist der Schwanz sogar ein Stückchen länger als der kreisrunde Körper. Und noch ein Blaupunkt-Stechrochen. Im Riff versteckt sich ein Großaugenstraßenkehrer. Hier habe ich einen gelbbraunen Kupferfisch vor mir. Ein Schwarm Wimpelfische steht ohne Mühe in der Strömung. Und unter uns ein weiterer Schwarm. Ein tolles Erlebnis mitten im Schwarm. Dieser Blaupunkt-Stechrochen durchwühlt den Sand und die anderen Fische warten ab, ob für sie auch etwas abfällt. Vor uns zieht ein Napoleonfisch vorbei. Thank you.
Filme einen nicht ganz so großen Drückerfisch. Und beim Zurückschwenken schaue ich ins Blaue und entdecke einen ausgewachsenen Weißspitzenriffhai. Doch so schnell wie er gekommen war, so schnell ist er auch schon wieder weg. Dann musste ich eben wieder Blaupunktstechrochen filmen. Ihre Nahrung besteht aus Weichtieren, Garnelen und Würmern. Oder ich filme kleinere Fische wie diesen Riffgroßaugenbarsch. Oder diesen Juwelenzackenbarsch. Hier mal eine weiße Pilzlederkoralle. Dann kann ich in aller Ruhe noch einen Rotfeuerfisch filmen. Jetzt sind wir am Ende unseres Tauchganges angekommen. Wir setzen unsere Boje und lassen uns wieder mit dem Schlauchboot abholen. Das war der 5. Teil meiner Serie Tauchsafari Rotes Meer Staffel 3. Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ebenso freue ich mich über jeden Kommentar. Unser nächster Tauchgang wird ein Nachttauchgang. Den machen wir am Jordan Riff. Und wenn du wissen willst, wie es im Roten Meer bei Nacht aussieht, dann solltest du den Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.